Herzlich willkommen bei einem neuen Duell. Wir spielen weiterhin mit dem Troll-Deck. Und wir verlieren Stere, Stein, Papier. Okay. So, fangen wir an. Topf der Gi. Oh, er fängt an. Okay. Fang an. Wenn du glaubst, das bringt dir weiter. Alles klar. Darf ich jetzt? Danke. Topf der Gier. Nein. Dann Verwandlungskrug? Nein. Erstmal die hier. Gewebekrug, viel elegante. Okay, ich nehme Gewebekrug. Dann spiele ich die hier. Schmeiß die zwei Totenköpfe hier ab. Es gibt uns 1000 Lebenspunkte. Ne, 2000 sogar. Als nächstes werde ich Cyberdose setzen, eine Spielkraft und beenden. Die hebe ich mir für später auf. Weil wir werden dann eh gleich Karten ziehen durch Cyberdose und da ist es praktisch, wenn wir dann was zum Abschmeißen haben. Er ist ein bisschen verwirrt. Sieht nach einem Synchro-Deck aus, Hypersynchron, Empfängermonster. Cyber, oh Gott, das ist ein ganz schwaches Deck. Utopia, ein XC-Monster, das bekannteste aller XC-Monster. Er rüstet es mit Schwerkraft-Axt aus. Hat nun 3000. Er fühlt sich überlegen. Und jetzt greift er meine Cyberdose an. Lass mir das durchgehen. Verwandlungskrug 2. Das ist egal, was er spielt. Ich muss aber in meinem nächsten Zug einfach nur Verwandlungskrug 2 flippen. Und alles ist gegessen. Okay. Er setzt eine verdeckte Karte. Noch eine verdeckte. Er will Handkarten loswerden, denke ich mal. Okay, meine Hand ist sehr voll. Ich muss weitere Karten ziehen. Okay, stört mich jetzt nicht besonders. Mach ich. Kann ich die hier spielen? Nein. Okay, dann setze ich die hier, um das Board, um meine Hand ein bisschen zu leeren. Die hier, ist eigentlich egal, ob ich die spiele, weil, bam, zurück ins Deck. Zwei neue Würfelkrug ist dabei. Und Verwandlungskrug, eins. Okay, die nehme ich gerne. Er kriegt Klanghühnchen, meinetwegen, 3 Geki. Was ist das? Ach, irgend so ein Annullier. Er annulliert tatsächlich die Karte. Na gut, dann mache ich noch mit Rageki. Sein Klanghühnchen wird nicht überleben, so. Victory. Das war Rage Quit Nummer 2 im zweiten Duell. Merkt ihr was? Bis zum nächsten Duell.